Hallo, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar war ich bei DM shoppen und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, was ich da gekauft habe. Und ich habe auch noch ein paar Sachen für euch gekauft. Also, falls ihr noch was Kleines gewinnen wollt, dann bleibt bis zum Ende dran. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Erstmal ganz unspektakulär Wattepads. Eine Zahnbürste ist einfach nur eine billige von Dontodent. Es geht spannend weiter mit einer Zahnpasta und zwar einfach diese hier von Blender Med. Ich würde sagen, ich gehe einfach ohne bestimmte Ordnung jetzt durch. Und zwar habe ich mir bestimmt zum sechsten, siebten Mal mein Abschminkzeug nachgekauft von L'Oreal, das Skin Perfection 3-in-1 Reinigungsfluide mit. Was war das? Ich hatte irgendwie gerade so einen ganz komischen Reiz in der Nase. Auf jeden Fall ist es das 3-in-1 Reinigungsfluid-Micellentechnologie. Ja. Dann habe ich mir ein neues Shampoo gekauft. Ich weiß nicht genau, was mich jetzt zu diesem Shampoo geleitet hat, aber ich habe mir jetzt dieses Ghoul-Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo gekauft für trockenes und sprödes Haar, weil das eigentlich so mein größtes Problem ist mit meinen Haaren. Und irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das einfach mitgenommen und dachte mir, ich probiere das mal aus. Und ansonsten, falls das nicht gut sein sollte, habe ich mir noch vorsichtshalber dieses Schauma Frucht- und Vitamin-Shampoo für normales Haar gekauft. Das benutze ich immer zwischendurch, wenn ich gerade kein Shampoo parat habe. Und ja, das ist ganz normal Shampoo, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Dann habe ich mir neue Rasierklingen für den Venus Bar Breeze Rasierer geholt. Ich habe mich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Haul darüber aufgeregt, dass sie so teuer sind. Aber ab und zu braucht man ja selbst im Winter mal einen Rasierer. Und deswegen habe ich mir jetzt neue Klingen geholt. Dann habe ich mir diese Invisibobbles Haargummis geholt. Ich habe die noch nie benutzt und die werden ja irgendwie so gehypt teilweise, dass ich mir so dachte, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Sind halt einfach so wie so eine Telefonschnur von damals. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die meine Haare festhalten würden. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. So, dann habe ich mir die Balea Beauty Effect Augengel-Pads nochmal nachgekauft. Die habe ich euch ja in meiner Beauty Day Routine gezeigt. Und ja, mit denen war ich sehr zufrieden. Und deswegen habe ich mir die jetzt wieder nachgekauft. Ich finde die schon ziemlich teuer, aber meine Partie hier unter den Augen ist halt richtig trocken und öfters auch geschwollen. Und deswegen. Habe ich mir die jetzt einfach nochmal gekauft. Dann habe ich von Essence diese Nail Art Express Dry Drops gekauft. Dadurch soll der Nagellack in so Sekunden trocknen. Ich habe es mir eigentlich auch hauptsächlich geholt, weil ich solche Pipetten immer richtig cool finde. Nee, aber ich bin echt gespannt. Vor allem bei mir ist es so, ich warte immer richtig lange, bis der Nagellack trocknet. Und dann, wenn er eigentlich schon trocken ist, habe ich letztendlich immer noch irgendwie so ganz kleine Risse so drin, dadurch, dass ich irgendwo noch so dran komme. Und ich bin gespannt, ob das irgendwas bringt. Ja, dann habe ich mir von Ebelin wieder diese Augenbrauenformer gekauft. Das sind einfach so kleine Rasierer für die Augenbrauen und die benutze ich eigentlich ganz gerne, wenn ich nicht so viel Zeit habe, meine Augenbrauen zu zupfen, weil meine Haare ja so schnell nachwachsen. So, ich glaube, mein einziges Produkt, was keine dekorative Kosmetik ist, ist dieses Deo von Nivea, das Stress Protect. Auf jeden Fall dieses von Nivea, das Stress. Auf jeden Fall dieses Deo habe ich mir gekauft und ich hatte das schon mal. Ich habe das eigentlich immer in meiner Handtasche dann mit drin, weil es so eine kleine Packung ist. Und es ist halt so ein Deo-Extra-Schutz in Stresssituationen. Und bei mir ist es echt so, dass ich am ehesten so in stressigen Situationen anfange zu schwitzen. Und dann habe ich das immer gerne in meiner Handtasche und frische mich dadurch einfach immer zwischendurch ein bisschen auf. Dann kommen wir jetzt zu der restlichen dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich mir einige Sachen auch einfach nachgekauft. Zum einen von Maybelline diesen Master Precise Liquid Eyeliner. Den hatte ich schon mal und an dem fand ich halt vor allem gut, dass er so eine richtig feine
feine Filzstiftspitze hat und damit konnte ich sehr gut meinen Lidstrich ziehen. Ich hatte das Gefühl, dass er ziemlich schnell leer gegangen ist, aber ich habe mir den jetzt erstmal nachgekauft. So, dann habe ich mir zwei Lip Liner gekauft, genau. Und zwar zum einen einer von Maybelline, der ziemlich meiner Lippenfarbe ähnelt. Also eigentlich passt das ziemlich genau. Und das ist die Farbe 132 Sweet Pink. Und dann habe ich einen von Essence mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe 06 Satin Mauve. Und die wollte ich einmal ausprobieren. Und dann habe ich zu guter Letzt noch einen Lippenstift gekauft. Und zwar ist der von Astor aus der Heidi Kollektion. Die Nummer 002. Und das ist so ein Nude-Ton. Also ein ganz normaler Nude-Ton. Und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren, weil ihr kennt mich, ich trage eigentlich nicht so oft Lippenstift. Und deswegen habe ich mir die mal zugelegt und wollte mal was ausprobieren. Und ja, yeah, bin gespannt, ob das gut aussehen wird. Dann habe ich mir einen neuen Nagellack gekauft und zwar vom P2 einer. Ihr wisst vielleicht, dass ich die P2 Nagellacke liebe, weil ich finde einfach, das ist gut und günstig. Das ist die Nummer 691 und das ist einfach ein dunkles Rot, also so ein Weinrot. Und wenn ich Nagellack trage, dann meistens entweder einen Rotton oder so einen Creme-Beige-Ton. Das ist echt, ja, das ist schon typisch für mich. So, dann habe ich mir den Maybelline Fit Me Concealer nachgekauft. Und zwar dieses Mal in der Nummer 15, weil ich hatte vorher die Nummer 10 und das sind die beiden Nuancen von der Kategorie helle Haut. Und ich hatte das Gefühl, dass die Nummer 15 noch heller ist als die Nummer 10. Was glaube ich daran liegt, dass die Nummer 10 viel gelbstichiger ist. Aber ich bin einfach im Winter, bin ich so weiß im Gesicht. Das ist so heftig. Also ich werde durchgängig gefragt, ob ich krank bin, weil ich einfach so blass bin. Das kommt glaube ich in der Kamera nicht so rüber. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Nummer 15 geholt, weil ich wirklich zu blass für meinen jetzigen Concealer geworden bin. Und das ist schon eine der hellsten Nuancen. So, dann habe ich zwei Wimperntuschen gekauft. Und zwar zum einen erstmal von Essence die Get Baked Lashes Volume Boost Waterproof Mascara. Das ist einfach diese blaue hier, die wollte ich mal ausprobieren. Fällt gerade ein, dass ich mir nicht mal das bisschen angeguckt habe. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie so sein wird wie die Isle of Extreme von der Bürste her. Und die Isle of Extreme finde ich eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich mir die jetzt mal gekauft. Und falls sie nicht gut sein sollte, habe ich mir nochmal diese hier nachgekauft. Die habe ich euch ja in meinem letzten Favoritvideo, glaube ich, gezeigt. Und zwar ist das die Maybelline Big Eyes Volume Express Mascara. Das ist die mit der großen und der kleinen Bürste. Okay, und dann kommen wir zu meinem vorletzten Produkt. Und zwar habe ich mir von L'Oreal die Nude Magique CC Cream gekauft. Und zwar ist das die grüne, also es ist die Anti-Rötungen. Und die habe ich in ein paar Videos gesehen, dass die empfohlen wurde. Und ich bin eh zurzeit wieder auf der Suche nach CC Baby getönte Tagescreme, irgendwas so in die Richtung, weil ich trage im Alltag nie Make-up, also wirklich nie, seit Monaten schon nicht mehr. Und zurzeit habe ich ja die. Also ich habe zurzeit von Origins die Vita Zing und das ist halt so eine Tagescreme, die sich dem Hauttunnel anpasst und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der, aber die ist halt einfach so verdammt teuer und ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Geld dafür ausgeben möchte. Da ist noch sehr, sehr viel drin, also die ist wirklich sehr ergiebig, aber ich dachte mir, ich probiere einfach mal die hier aus und gucke, ob das vielleicht eine günstigere Alternative ist und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass sie mich nicht enttäuscht. Okay, dann kommen wir zu dem letzten Produkt und zwar ein Make-up. Zum Besonderen Anlässen trage ich dann doch ab und zu Make-up und alle meine Make-ups sind mittlerweile zu dunkel für mich und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass die auch zu dunkel sein wird. Es ist meistens so, dass aufgrund dieses Lichtes dort die Farben ein bisschen verfälscht werden, aber ich habe mir einfach mal von L'Oreal die Perfect Match Foundation geholt. Und so habe ich die bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen, die immer total empfohlen hat. Und dann wollte ich sie einfach mal ausprobieren. Und ich habe die hellste Nuance geholt. Golden Beige. Ich glaube auf jeden Fall, dass das die hellste Nuance war.
Ups. Aber ich muss sowieso immer eine Foundation nehmen, die ein bisschen dunkler ist als mein Hautton im Gesicht, weil mein Körper ist viel dunkler als meine Hautfarbe im Gesicht. Ja, so. Und dann muss ich das halt mehr meinem Körper anpassen, weil sonst habe ich auch am Ende helle Ränder. Und ja, das war's jetzt von meinem Haul. Ja, also da ist nichts mehr drin. Und ich hoffe, es war irgendwie interessant für euch, was ich alles bei DM eingekauft habe. Dann kommen wir noch zur Verlosung, die ich am Anfang bereits angekündigt habe. Es ist wirklich nur eine kleine Verlosung, also jetzt nichts Großes. Und zwar könnt ihr noch ein paar meiner Lieblinge gewinnen, die ich jetzt hier gerade einblende. Und falls ihr die gewinnen wollt, dann schaut in die Infobox, weil dort findet ihr dann die ganzen Teilnahmebedingungen. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!